Wie wird ein Stage Rigging Kit richtig an einer Stage montiert? Das erfahrt ihr heute im Video. Hallo und herzlich willkommen bei Dive Support. Gerne zeigen wir euch heute, wie ihr ein Stage Rigging Kit richtig an einer Stage Flasche montiert. Dazu haben wir eine 40 Kubikfuß Flasche ausgewählt und das passende Stage Rigging Kit vom Hersteller Heltzien. Alle anderen Rigging Kits sind ziemlich identisch aufgebaut, zumindest was die Montage angeht. Die Hauptunterschiede zwischen den einzelnen Herstellern bei den Rigging Kits liegen in der Größe und Art des Karabiners. Darauf wollen wir jetzt aber gar nicht tiefer eingehen. Das Video soll euch zeigen, wie ihr das Rigging Kit richtig an der Flasche montiert. Alle Hersteller liefern inzwischen die Edelstahlschelle mit einem Überzug dieser Schelle aus, damit die Schelle, das Edelstahl, nicht direkt mit dem Alu der Aluflasche in Verbindung kommt. Diese Schelle kann der Größe nach verstellt werden, was ihr mit dieser kleinen Schraube hier erreichen könnt. Die meisten Schrauben verfügen über einen Kreuzschlitz und über einen Sechskant. Wir empfehlen, den Sechskant zu verwenden, da ihr damit mehr Kraft auf die Schraube bekommt und die Schelle schöner anziehen könnt, aber natürlich geht es auch mit einem ganz normalen Schraubenzieher. Der Vorteil an den fertigen Rigging Kits liegt daran, dass die Knoten alle schon vorhanden sind und ihr euch hierüber keine Gedanken mehr machen müsst, ob es an der richtigen Stelle ist oder wie diese Knoten aufgebaut sind. Nun aber zur Montage des Rigging Kits. Legt die Schlaufe über das Ventil und richtet es grob aus, dass es nach vorne, also zur Ventilöffnung, zeigt. Hier empfehlen wir, die Montageschraube links zu der Flasche zu montieren. Wir tragen standardmäßig die Flasche auf der linken Körperseite und damit zeigt die Schraube nach außen und kann somit die Ausrüstung innen nicht beschädigen. Um die Schraube aber nicht schutzlos stehend zu haben, damit sich dort die Leine verfangen kann oder man sich doch irgendwie mit seiner Ausrüstung dran hängen bleibt, sind die Rigging Kits mit einem zusätzlichen Überzug versehen, der es ermöglicht, diese Schraube zu verstecken. Hier müssen wir nachher etwas aufpassen, dass wir ihn nicht vergessen, über die Schraube zu schieben. Wenn die Schelle einmal festgezogen ist, lässt er sich nicht mehr verstellen. Jetzt stellt ihr am einfachsten die Flasche in die Schelle. Zieht die Schelle nach oben und steckt den Karabiner vorne durch. Hochschieben und dann die Schelle zwischen die beiden Knoten der Leine vom Rigging Kit setzen. Ich zeige es nochmal von vorne. Wichtig ist, dass die Schelle zwischen diesen beiden Knoten sitzt. Kontrolliert nochmal, dass die Leine mittig vom Ventil läuft, hier nach unten geht und dann die Schelle zwischen den beiden Knoten sitzt. Nun nehmt ihr euren Schraubenzieher oder Sechskant und zieht die Schelle etwas fest, sodass sie schon mal leicht greift und euch nicht mehr nach unten fällt oder wegrutscht. Nun den vorher besprochenen Überzug etwas über die beiden dünneren drüber ziehen, damit der Schraubeverschluss, damit die Schraube schön geschützt ist. Nun steckt ihr den Schraubenzieher oder Sechskant durch das Band, die Öffnung ist groß genug, und versucht die Schraube zu finden. Wenn das passiert ist, haltet den Schraubenzieher fest, dass ihr euch nicht wieder rausrutscht. Zieht nun die Leine des Rigging Kits straff, damit auch alles gut sitzt, und zieht mit der anderen Hand die Schelle fest. Wichtig ist beim Festziehen, dass ihr permanent Spannung auf der vorderen Leine habt, indem ihr zum Beispiel hier den Finger durch den Karabiner steckt. Die Leine muss nachher so gut wie möglich gespannt sein. Und dann zieht ihr die Schraube richtig fest. Ist das passiert und der Überzug sitzt an der richtigen Stelle, ist eure Schraube geschützt, eure Ausrüstung ist geschützt von der Schraube, es kann sich auch keine Leine oder ähnliches darin verfangen. Von vorne soll die Leine mittig im Ventil sitzen, damit ist euer Karabiner hier an der richtigen Position.
Das hier soll so straff wie möglich sein. Und unten sitzt die Schelle zwischen den Knoten und drückt den unteren Teil fest an die Flasche. Das war's auch schon mit der Montage des Rigging Kits. Jetzt sind noch zwei Gummis dabei, mit denen ihr euren Automaten befestigen könnt. Der eine wird oben über das Rigging Kit oder über die Flasche gesetzt. Durch das, dass der obere Gummi über dem relativ dicken Leine, also über diesem mit einem Schlauch versehenen Leine sitzt, kann er später leichter gegriffen werden, um den Automaten wieder zu verstauen. Ein zweiter Gummi wird standardmäßig unten verwendet. Den ihr einfach unten drauf setzt. Beim unteren Gummi reicht es aus, wenn er nur auf der Flasche aufsitzt. Hier haben wir leider keine Möglichkeit, ihn etwas besser greifen zu können. Abschließend noch ein Tipp. Das Stage Rigging Kit ist keine Tragehilfe. Ihr solltet es nicht hier am Gurtband oder an der Leine des Rigging Kits tragen, da sich dadurch die Einstellungen verschieben und sie dann nicht mehr so ideal im Wasser liegt, wie es sein könnte. Tragt eure Flasche oben am Ventil und nicht am Rigging Kit, dann seid ihr hier auf der sicheren Seite. Das war's auch schon zur Montage des Stage Rigging Kits an der Aluflasche. Wenn ihr andere Ideen habt, insbesondere auf welcher Seite diese Montageschraube getragen werden soll, manche sind auch der Meinung, dass sie auf der Körperinnenseite getragen werden soll, schreibt uns einfach dazu unten in den Kommentaren eure Meinung. Wir würden uns auch über eine kurze Begründung freuen, um hier eine kleine Diskussion aufkommen zu lassen. Für mehr Tipps und Informationen rund ums Tauchen abonniert doch einfach unseren Kanal. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal bei Dive Support.